Hallo meine süßen Mäuse, ich bin's wieder, eure Katja, Ben. Ich bin's wieder, euer Ben. Das sind die Jungsfragen und wir sprechen heute über Penisverlängerung. Geht das? Kann man sich seinen Schwanz irgendwie mit einfachen Methoden verlängern? Gucken wir mal. Den ganzen YouTube-Junkies unter euch ist es wahrscheinlich schon aufgefallen, beziehungsweise die wissen, warum ich mit Katja angefangen habe. Es geht darum, dass eine YouTuberin vor ein oder zwei Wochen damit geworben hat, dass es irgend so eine Vorrichtung gibt, womit man seinen Pimmel verlängern könnte. Das muss man sich dann irgendwie um die Eichel klemmen und dann mit so einem Band einmal um den Körper herum und dann wird der immer so ausgehebelt und sowas. Und dadurch wird die Nudel länger. Ich habe mir jetzt mal vorgenommen, euch in diesem Video zu sagen, wie man seinen Penis effektiv verlängern kann und womit auf gar keinen Fall. Fangen wir mal an, zum Beispiel mit dem Thema Salbe. Es gibt hier diverse Werbeanzeigen, die sagen, mit dieser Salbe wird ihr Penis extrem lang. Einfach nur drauf schmieren und der Penis wächst. Aber glaubt mir, nein, das funktioniert nicht. Es gibt keine Salbe, die euch irgendwie den Pimmel verlängern kann. Also müssen wir Salbe leider von der Liste streichen. Außerdem wurden mir auf diversen Internetseiten auch schon Pillen angeboten. Aber jetzt keine Pillen, womit ich auf einmal besser tanzen kann oder drei Tage lang am Wochenende wach bleibe, um gar nicht mehr zu pennen. Oder auch nicht solche Pillen, wovon ich eine unfassbare Latte bekomme. Natürlich gibt es die Potenzpillen auch, aber die würde ich auch nicht einfach so von irgendeiner dubiosen Seite im Internet bestellen. Nein, sonst bekommt ihr Scheißpillen oder einfach Pillen ohne Wirkung. Man soll also eine Pille regelmäßig schlucken und auf einmal wird der Schwanz länger. Aber leider, liebe Jungs, das funktioniert auch nicht. Es gibt nicht eine einzige Pille auf der Welt, die euren Schwanz irgendwie länger machen kann. Und falls es diese Pille doch geben sollte, ist das alles noch Forschungsobjekt und wahrscheinlich auch extrem unfassbar teuer und wahrscheinlich auch nicht so wirklich gesund. Also unterm Strich, Pillen funktionieren fürs Peniswachstum auch nicht. Das nächst krassere, was mir einfällt, ist, dass man seinen Penis länger spritzt, also mit einer Spritze, schön länger spritzen. Nein, also nicht länger spritzen, sondern den Penis länger spritzen. Spritze rein, Penis länger. Au! Mal von den Schmerzen abgesehen, die man sich regelmäßig selbst zufügen müsste, weil von einer Spritze wird der definitiv nicht länger, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas funktioniert, auch sehr, sehr gering. Wo soll denn die Spritze hin? Direkt in den Schließmuskel? Direkt in den Schließmuskel, der ist am Arsch, Mann! Direkt in den Schwellkörper, damit der sich dann denkt, oh, jetzt ist hier eine Spritze drin, was ist das für ein komisches Mittel, da werde ich mal länger. Nee, das geht nicht. Also was eventuell geht, ist, dass der Penis fetter wird, ne? Dass man sich irgendwo Eigenfett raussaugen lässt, meinetwegen aus der Hüfte oder aus der Oberschenkel und dieses Fett dann in den Pimmel rein. Problem an der ganzen Geschichte, das Fett wird auch wieder abgebaut über kurz oder lang. Das heißt, nach einem Jahr ist der Pimmel auf einmal nicht mehr so dick. Und zweitens ist Fett immer schwabbelig. Fett kann nicht hart werden. Das heißt also, ihr habt außen diese schwabbelige Fettschicht und in der Mitte eure Schwellkörper. Und wenn die hart werden, dann ist zwar der Kern von eurem Schwabbel gelöt hart, aber außenrum ist es immer noch weich. Wie sich das anfühlt, keine Ahnung, aber das ist auch nicht erstrebenswert. Also müssen wir sagen, um den Pimmel länger zu machen, funktionieren Spritzen leider auch nicht. Stellt sich natürlich die Frage, warum die ganzen Firmen überhaupt damit werben dürfen, dass sie ein Mittel haben, womit man angeblich einen Pferdeschwanz bekommt. Also, untenrum, nicht hier. Oh. Die dürfen damit werben, weil sie A, keiner kontrolliert, B, sie wahrscheinlich ziemlich viel Geld dafür bezahlen, dass sie irgendwo auf den Webseiten platziert werden und C, vielleicht, weil sie irgendwelche Studien gemacht haben, wo es eventuell mal passiert ist, dass bei irgendeinem Mann durch die Cremepillespritze der Pimmel um einen Millimeter gewachsen ist. Und sobald das passiert ist, können die sagen, ja, unsere Creme wirkt. Aber ich sag's euch nochmal, lasst euch nicht verarschen. Das ist alles Geldmacherei. Das funktioniert wirklich nicht. Wenn ihr Bock habt, das Geld auszugeben, gebt es mir! PayPal-Konto ist unten. Boah, voll Billo. Was ihr mich auch schon sau oft gefragt habt, ist, ob das mit Penispumpen geht. Das sieht aus wie so ein Melkteil für eine Kuh, ne? Was man unten bei einer Kuh an den Euter macht. Hier, Moment, hier, so sieht das ungefähr aus. Und da habt ihr mich auch schon sau oft gefragt, ob so eine Penispumpe den Penis länger machen kann. Da muss man dazu sagen, die Penispumpe kann den Pimmel länger machen, solange ihr sie benutzt. Soll heißen also, Pimmel in die Glocke.
Glocke rein und dann saugen, 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 dass die Luft da drin entweicht. Es entsteht ein Vakuum, immer mehr Blut fließt in die Schwellkörper rein. Der Penis wird wirklich bis aufs Äußerste mit Blut gefüllt und hat dann irgendwann auch sein Endstadium erreicht. Sobald ihr die Penispumpe aber wieder abzieht und euer Pimmel in dem normalen atmosphärischen Druck ist, wird er auch wieder kleiner. Das heißt, da bleibt dann nicht viel übrig. Jetzt könnte man natürlich sagen, man benutzt die Penispumpe regelmäßig, damit die Schwellkörper sich dann irgendwann denken, Alter, krass, ich habe hier immer so eine krasse Aufgabe, ich muss immer so lang werden, da werde ich jetzt einfach auch mal ein bisschen mehr wachsen. Das müsste dann wesentlich öfter passieren. Sagen wir mal ganz vorsichtig, täglich. Ihr müsstet also jeden Tag euren Schwanz in diese Penispumpe stecken, immer saugen, 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 warten, bis der fast vorm Platzen ist und dann wieder abnehmen. Und das jedes Mal. Das ist leider auch nicht so ein angenehmes Gefühl, aber eventuell könnte das klappen. Allerdings solltet ihr damit während der Pubertät anfangen, nicht wenn ihr schon draußen seid, weil dann sagt euch der Körper auch, Alter, ich wachse doch jetzt nicht mehr. Mein Tipp, lasst es sein. Und ob dieser eine Zentimeter wert ist, dass man sich eventuell seinen Schwellkörper reißt oder irgendwas anderes passiert durch den Unterdruck, weiß ich nicht, würde ich nicht machen. Und jetzt kommen wir zu diesem komischen Teil, was die Katja neulich vorgestellt hat. Dieses Penis-Stretch-Teil. Dieses Ding funktioniert bedingt. Ich sage nicht, dass es nicht funktioniert. Ich sage aber auch nicht, dass es funktioniert. Dieses Ding ist so ähnlich wie die Penispumpe. Also dadurch, dass ihr euren Penis die ganze Zeit lang zieht und irgendwie immer so ein bisschen in eine Richtung versucht auszuhebeln, mehr oder weniger, kann es sein, dass sich der Körper denkt, oh krass, da muss ich mal ein bisschen mehr wachsen. Aber auch hier wieder, es kann dabei was passieren, muss natürlich nicht, es kann dabei was passieren, wenn man es übertreibt. Und wir reden hier höchstens von vielleicht einem oder im Extremfall 2 Zentimetern. Mehr glaube ich ganz und gar nicht, dass da mehr rauskommt. Wenn jetzt irgendeiner von euch da draußen ist und das wirklich ausprobiert hat, ja, ihr seid immer sehr, sehr schnell, dann glaube ich es erst, wenn ich vorher-nachher Bilder sehe oder es persönlich hier vor mir sehe, damit ich das Ding auch mal richtig angucken kann. Weil das ist, also ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Denn wenn das tatsächlich funktionieren sollte, dann verstehe ich nicht, warum das nicht schon viel, viel, viel mehr Männer machen oder warum man das Ding nicht einfach so im Geschäft kaufen kann. Die Scham kann es nicht sein, denn sobald die Nachfrage da ist, weil das Ding so gut ist, werden sich die Läden darum kloppen, das Teil verkaufen zu können, weil das nämlich einen riesen Absatz beschert. Wenn das Ding nicht im Laden zu kaufen ist, dann würde ich einfach mal behaupten, dass es auch nicht so sinnvoll ist. Oder? Mit anderen Worten also, dieses Penis-Stretch-Ding funktioniert eventuell für ein, vielleicht 2 Zentimeter. Ob es das wert ist, dass man irgendwie monatelang mit so einem Teil um Schwanz rumlaufen muss, wage ich mal zu bezweifeln. Jetzt will ich euch natürlich nicht so negativ aus diesem Video rauslassen, indem ich immer nur sage, das geht nicht, 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 das geht nicht. Es gibt tatsächlich eine, sagen wir 2 Methoden, wie der Pimmel länger wird. Methode 1, ganz einfach, kann jeder zu Hause machen, rasiert euch die Schamhaare ab oder kürzt sie euch. Also macht einfach nur die Schamhaare kürzer und schwuppdiwupp wirkt der Pimmel um, sagen wir mal, 1 Zentimeter länger. Er wird nicht länger, aber er wirkt länger. Alleine, dass die Haare fehlen, sieht er so ein bisschen so aus, als ob der 1 Zentimeter länger geworden ist. Und das ist ja oft schon die halbe Miete. Möglichkeit 2, die auch tatsächlich einen ordentlichen Längenvorsprung gibt, ist leider die OP. Ja, anders geht es wirklich nicht. Es gibt wahrscheinlich mehrere Varianten, in einer OP den Penis zu verlängern. Die vielleicht gängigste ist die, dass am Schambein, das heißt da, wo die Schambehaarung ist, dahinter, da wird so eine Art Halteband durchgeschnitten und dadurch flutscht der Pimmel nochmal so 2, 3, 4 Zentimeter nach draußen. Dadurch hängt er auch ein bisschen tiefer, aber er rutscht nochmal so ein bisschen nach vorne und dadurch habt ihr so 3, 4 Zentimeter Verlängerung eventuell. Das ist aber eine OP, da wird keine Krankenkasse sagen, ah supi, das bezahlen wir mal. Nein, das werdet ihr bezahlen müssen aus der eigenen Tasche. Und wenn da was schief geht, weil der Arzt irgendwie zu tief geschnitten hat oder irgendeinen Nerv mit durchgeschnitten hat, dann kann es sein,
sein, dass ihr keine Latte mehr bekommen könnt oder aber, dass ihr nichts mehr fühlt im Schwanz. Was dann wahrscheinlich das Allerschlimmste ist. Dann habt ihr zwar eine Latte, aber ihr spürt nichts mehr, könnt also keinen Orgasmus mehr haben und oh Gott, ich mag es mir gar nicht vorstellen. Das ist bei den anderen OP-Varianten natürlich genauso. Da kann auch immer ordentlich was passieren bei so einer OP und dann habt ihr eventuell später das Pech, dass gar nichts mehr funktioniert. Soll also heißen, entweder ihr geht kein Risiko ein und benutzt Sachen, die aber auch nicht helfen, sprich Salbe, Pille, Spritze, diese Pumpen und Stretcher und was nicht alles gibt, oder ihr geht ein unfassbar hohes Risiko ein, habt dafür aber auch mit hoher Wahrscheinlichkeit einen längeren Pimmel. Dazwischen gibt es leider nichts. Dazwischen heißt es einfach nur entweder rasieren oder mal die Rübe ein bisschen fördern, das Selbstbewusstsein mal ein bisschen nach oben krempeln und sagen, Alter, die Schwanzlänge ist gar nicht so wichtig. Die einen haben halt mehr so einen Nahkampfstachel und die anderen eine ordentliche Lendenlafette, mit der sie rumbumsen. In der Regel befinden sich aber alle irgendwie dazwischen und das ist auch völlig ausreichend. Ihr müsst euch einfach sagen, ey, mein Pimmel reicht völlig aus und bisher hat sich ja auch noch niemand beschwert. Und wenn sich wer über euren Pimmel beschwert, dann wisst ihr, diese Person ist eh doof und hat keine Ahnung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt ein bisschen erhobenen Mutes rausgehen und wisst jetzt mehr Bescheid. Jungs fragen abonnieren, Video liken, Video teilen wäre vielleicht auch ganz gut, denn diese Angst haben noch einige andere Jungs bei euch in der Klasse. Ich bin verschwunden, wir sehen uns nächste Woche. Tschüss!